Jetzt konkret zu unserem Vortrag, das den schönen Titel hat, Wer hat die Macht im Kreml? Entscheidungsprozesse, Netzwerk in der russischen Politik hier in München. Wer hat die Macht im Kreml? Eigentlich kann ich diesen Vortrag ganz kurz halten. Ich weiß es nicht. Jetzt könnte ich eigentlich gehen. Jetzt muss ich nur noch erklären, wieso ich es nicht weiß. Natürlich erinnert sozusagen so die Formulierung schon an alte Zeiten, sozusagen an die 50er, 60er, 70er Jahre mit der Kreml-Astrologie, wo man versucht, mit der Stange im Nebel rumzustochern, um rauszufinden, wer eigentlich sozusagen Entscheidungen trifft und welches die nächste Entscheidung sein werden. Und manchmal hat man natürlich das Gefühl heutzutage, wir sind wieder sozusagen dort angelangt, dass wir sehr wenig wissen, sehr viel spekulieren. Und ich will einfach mal versuchen, in den nächsten 40 Minuten das zusammenzutragen, was wir sicher wissen, und dann das, was es an Spekulationen darüber gibt, wie Entscheidungsprozesse, wie Interessenvertretung im engeren Führungskreis in Russland im Moment tatsächlich stattfindet. Und dafür ist es ganz gut, wenn man mal zunächst mal anfängt, einfach mit dem formalen Aufbau, den formalen Institutionen, nämlich wie sie sozusagen das Regierungssystem, wie sie die Verfassung vorgibt. Präsident, zentrale Position, direkt gewählt. Das Ganze ein präsidiales System. Die Regierung, dem Präsidenten verantwortlich, nicht dem Parlament. Der einzige Punkt, an dem das Parlament, bestehend aus zwei Häusern, Föderationsrat und Duma, mit zugreifen kann, ist bei der Ernennung des Ministerpräsidenten, den der Präsident vorschlägt. Die Duma sollte zustimmen, wenn sie dreimal den Kandidaten ablehnen, kann der Präsident die Duma auflösen. Das, was ein bisschen was aussagt sozusagen über die Kräfteverhältnisse und die zentrale Rolle, die der Präsident hat. Der Präsident selber ist praktisch nicht aus dem Amt zu entfernen. Er ist dem Parlament nicht verantwortlich. Wenn das Parlament Misstrauensvoten gegen die Regierung, also gegen die Exekutive ausbringt, muss der Präsident nicht darauf eingehen. Er kann wiederum die Duma auflösen. Er kann auch die Regierung auswechseln. Das liegt ganz bei ihm. Also ganz starke Position. Absetzbar nur über ein kompliziertes Impeachment-Verfahren. Man braucht also den begründeten Vorwurf des Landesverrats und eines schweren Verbrechens. Eine Zweidrittelmehrheit in jedem der beiden Häuser. Das Ganze eingebracht von mindestens einem Drittel der Abgeordneten der beiden Häuser, bestätigt das Verfassungsgericht. Und das Ganze muss sozusagen in 3 Monaten abgewickelt werden, sonst fällt das ganze Verfahren, sozusagen wird gegenstandslos. Also eigentlich gibt es kein pragmatisch operatives Verfahren, den Präsidenten abzusetzen. Er hat erhebliche Macht und im Grunde ist er so etwas, Lilia Schewzowa hat das mal formuliert in den 90er Jahren in Bezug zu Jelzin, wie ein Wahlmonarch. Also jemand, der für 4, heute 6 Jahre gewählt wird und in der Zeit eigentlich handeln kann, agieren kann, wie er möchte. Er hat neben der Regierung, die er führt, hat er noch eine Präsidialadministration, die in vieler Hinsicht so aufgebaut ist, dass sie die Regierung kontrollieren kann, die auch eine ganze Reihe von Entscheidungen des Präsidenten vorbereiten kann. Der Leiter dieser Administration, das heute ist Sergej Iwanow, hat eine Schlüsselposition. Es gibt einen Sicherheitsrat, der nicht ganz so stark ist, je nach der Sicherheitslage, in der sich das Land befindet und auch in der von der Person des Sekretärs des Sicherheitsrates, ist diese Position schwach oder stark. Patruschew im Moment scheint einen relativ großen Einfluss zu haben, der jetzige Sekretär des Sicherheitsrates. Wichtig ist schließlich noch eins, die sogenannten Machtminister, also der Verteidigungsminister, der Innenminister, der Minister für Katastrophenschutz,
und die Chefs der ganzen föderalen Agenturen, die so Sicherheitsaufgaben erfüllen, also die ganzen Dienste, die ressortieren direkt beim Präsidenten und nicht beim Ministerpräsidenten. Das heißt, der Präsident ist Oberbefehlshaber, hat die Kontrolle über die gesamte bewaffnete Macht und hat in diesem Fall noch nicht mal den Ministerpräsidenten als jemanden, der dazwischen steht. Das heißt, Oberbefehlshaber, unkontrollierte oder politische Macht, die er ausübt, all das gibt ihm eine enorm starke Position. Allein durch den Aufbau der Verfassung, so wie er gedacht ist. Diese machtvolle Verfassungsposition, diese Machtressource Verfassung, über die der Präsident verfügt, wird im Falle Wladimir Putins noch unterstützt durch eine hohe plebiszitäre Zustimmung. Ich will nur mal eine der Umfragen demonstrieren. Das Levada-Institut fragt monatlich, zu welchen Politiker haben Sie Vertrauen? Nennen Sie 5 bis 6 Politiker. Seit 2000 bis jetzt September, Oktober 2014 geht das. Und Sie sehen, aus dieser ganzen ragt eigentlich nur einer raus, diese dunkelblaue Linie ist Putin. Das schwankt natürlich den Auf und Ab. Die Spitzen sind die Wahlkämpfe 2003, 2004 und 2007, 2008. Aber er ist sozusagen der Einzige, wenn man die Werte aller anderen vergleicht, der Einzige, der rausragt, ist Medvedev. Und zwar in der Zeit, wo er Präsident wird, wo Putin mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, du wirst der Präsident, ich werde der Ministerpräsident, das berühmte Tandem. Und in der Zeit hat Medvedev vergleichsweise hohe Werte, die dann aber auch gleich wieder runtergehen. Und wie gesagt, es gibt im Grunde nur einen russischen Politiker, der hohes Vertrauen in der Bevölkerung über eine so lange Zeit genossen hat. Das ist sozusagen das eine, was man ablesen kann. Das heißt, es gibt nur einen. Es gibt für Putin in der politischen Landschaft keinen Ersatz. Das zweite ist, seit der Finanzkrise 2008 sehen Sie, dass diese Akzeptanz von Putin erodiert. Das heißt, das geht immer weiter runter, nicht katastrophal, es ist kein Absturz, kein Zusammenbruch des Systems, aber ganz offensichtlich ist dieser Brand, diese Marke Putin verschlissen nach 2008. Das funktioniert nicht mehr so, wie es 2000 bis 2008 funktioniert hat. Das heißt, dieses politische Arrangement, das wir in Russland haben, mit einer kleinen Gruppe, die über die Machtressourcen und die Finanzressourcen verfügt und einer großen Masse der Bevölkerung, die nach unseren Verhältnissen arm ist und die sozusagen über einen Gesellschaftsvertrag eingebunden ist, sozusagen, du mischst dich in Politik ein und wir geben euch ein bisschen was ab. Das gibt sozusagen von den großen Öl- und Gasgewinnen einen Durchsickereffekt runter in die Bevölkerung, der es von 2000 bis 2008 immer wieder ein bisschen besser geht. Und für dieses Arrangement steht eben die Marke Putin. Der ist ja zunächst mal ein politisches Produkt, das erfunden und beworben worden ist. Und das scheint irgendwie seine Kraft zu verlieren. Und hier sehen Sie es auch, bis zum März 2014, bis zur Ukraine-Krise und bis zu der Übernahme der Krim durch Russland. Und das hat das ganze System wieder stabilisiert. Also, es ist relativ deutlich, Wladimir Putin ist als Integrationsfigur für dieses System wichtig und ist unverzichtbar. Es gibt sozusagen derzeit keinen Ersatz für ihn. Und das heißt, auch das politische Arrangement hängt weitgehend von ihm ab. Und daraus fließt ihm natürlich Macht zu. Zusätzlich zur Verfassungsmacht hat er durch die plebiszitäre Unterstützung noch Macht. Wobei ich einfach mal in Klammern zu sagen, das werde ich heute jetzt nicht thematisieren. Es ist natürlich auch interessant, mal zu diskutieren, woher eigentlich sozusagen dieses hohe Rating kommt. Wie kann man das erklären? Da wird sicher eine Rolle spielen, der wirtschaftliche Erfolg von 2000 bis 2008 durch die wachsenden Ölpreise. Hat auch was damit zu tun, dass die Regierung über Medienmonopol verfügt, zumindest bei elektronischen Medien, dass ab 2008
durch das Erstarken des Internets in Frage gestellt wird. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Diskussion, die man aber auch durchaus führen muss. Wie gesagt, diese Magie der Marke Putin lässt danach. Und man kann, wenn man weiterdenkt, wenn man sich überlegt, wie diese Linie weitergeht, kann man sagen, im Jahr 2016 hat die Person Putin eigentlich ihre Funktion erfüllt und hat keinen nützlichen Beitrag mehr zu dem politischen System. Und dann wäre auch der Zeitpunkt, da hätte man ihn austauschen müssen. Das ist nun durch die Ukraine-Krise verhindert worden, weil er sozusagen eine Position hat wie fast nie zuvor. Also, Präsident gewinnt Macht aus der Ressource Verfassung und gewinnt Macht aus der Ressource Zustimmung der Bevölkerung. Nun sichert die hohe Akzeptanz, die Putin in der Bevölkerung genossen hat und jetzt wieder genießt, eine gesellschaftliche Konstellation, in der eine sehr kleine Gruppe über die wichtigsten Ressourcen verfügt und sich verteilt. Und Putin repräsentiert nicht nur diese Gruppe gegenüber der Bevölkerung und macht sozusagen glaubwürdig, dass der Staat und diese Konstellation für sie alle da ist, sondern er muss auch mit dieser Macht- und Finanzelite, die ihm umgibt, dieser relativ kleinen Gruppe zurechtkommen. Russische Politik ist kein demokratischer Prozess. Das ist nichts Neues. Entscheidungen sind intransparent. Sie werden von einem beschränkten Personenkreis getroffen. Und Gründe und Ziele werden in der Regel offen nicht diskutiert. Und Putins Politik entsteht in einer Interaktion mit Personen und mit Netzwerken in seiner Umgebung. Und die Frage ist, klar, er ist die zentrale Figur, an ihm kommt man nicht vorbei. Aber wer sind jetzt die Gruppen und die Personen, die auf ihn einwirken? Das heißt also, was für Kräfte, was für Interessen wirken auf diesen Präsidenten und seine Administration ein? Und da kann man verschiedene Versuche machen, sich dem anzunähern. Eine ist zum Beispiel dieses hier, die Zeitung in dieser Wiesemeyer Gazeta publiziert monatlich ein Rating der 100 wichtigsten Politiker. Das ist eins von einer ganzen Reihe von Ratings, die publiziert werden, wird durch Expertenbefragung ermittelt. Und was wir mal gemacht haben, wir haben von 1993 bis 2013 uns die Jahresratings angeguckt und haben geguckt, wo haben eigentlich diese 100 wichtigsten Politiker ihre Machtquellen her. Präsidialapparat, Regierung, Wirtschaftspolitik und die Machtapparate haben wir gesondert genommen, regionale Elite, Judikative, Parlament, Medien, Wissenschaftler und Stiftungen, Kirche, Wirtschaftsverbände, Banken und Unternehmen. Von der Jelzin-Zeit bis eben in die Putin-Zeit. Und da kann man ganz gut beobachten, dass sich die Elite über die Jahre sehr stark verändert, und zwar nicht nur personell, sondern auch in der Struktur. Ganz am Anfang, noch zur Zeit des 93, spielen Parlament und Parteien in der russischen Politik eine relativ große Rolle und werden zumindest so wahrgenommen. Diese Bedeutung geht immer stärker zurück, bis eigentlich nur noch sozusagen ein kleiner Kern von Parlamentsvertretern übrig geblieben ist. Oligarchen, Kapitalgruppen beginnen eine Rolle zu spielen seit Mitte der 90er Jahre. Das ist so der Zeitpunkt, an dem sie sozusagen ihre Finanzimperien ungefähr konsolidiert haben. So ab 95, 97 beginnen die wirklich sozusagen sowohl als im wirtschaftlichen Bereich wie im politischen Bereich Akteure zu werden und werden dann immer stärker und halten ihre Position auch in der Putin-Zeit. Regionale Eliten, also die Gouverneure und der früher 89, heute 86 Föderationssubjekte Länder, also die Ministerpräsidenten quasi, haben eine relativ große Rolle gespielt in der Jelzin-Zeit
werden in der Putin-Zeit immer weiter zurückgedrängt. Und am stärksten ist eigentlich geworden die Exekutive, ganz besonders im Jahre 2009, also als die Folgen der Finanzkrise deutlich werden, die Oligarchen deutlich geschwächt sind, nimmt nochmal die Rolle der Exekutive deutlich zu. Aber insgesamt interagieren Elitenvertreter aus unterschiedlichen Feldern miteinander. Dominant sind Angehörige der Exekutive, also hohe Beamte. Und an zweiter Stelle finden sich Vertreter der Wirtschaftselite. Man könnte dann auch jetzt etwas bösartig sagen, es ist eigentlich ein Staatskapitalismus, der da entstanden ist, in dem Staatsvertreter und Oligarchen ein Bündnis eingegangen sind. Das nimmt aber schon wieder einiges vorher, was wir noch nicht wissen, nämlich wie eigentlich diese Gruppen überhaupt zusammenwirken. Und wie kommen sie zusammen? Und da sind wir natürlich dann wirklich angekommen bei der guten alten Kreml-Astrologie. Sie erinnern sich noch sozusagen, wie das war früher, irgendwie am 1. Mai und am 7. November stand irgendwie das Politbüro oben auf der Bühne des Lenin-Mausoleums sozusagen, und dann war die Frage, dass der Generalsekretär, wer steht links und rechts vor ihm, der ist sozusagen entsprechend wichtig. In diesem Fall 7. November 1970, Parade zum Jahrestag der Oktoberrevolution, Lenin Gretschko, der Verteidigungsminister, Kosygin, Ministerpräsident, Pat Gordon, Suslov, der Chefideologe. Und nun kann man eigentlich stundenlang daran ruminterpretieren, was das bedeutet sozusagen für die Machtpyramide innerhalb des Politbüros. Also das ist sozusagen Kreml-Astrologie gewesen in so einem klassischen Sinne. Dazu gehört auch, dass man dann irgendwie diese bodenlos langweiligen 5-Stunden-Reden des Generalsekretärs durchlas, um den einen Satz zu finden, der anders war, um daraus dann ganz sozusagen wagemutige Schlussfolgerungen über Wandel in diesem System irgendwie abzuleiten. Einmal sind wir, 1986 hatten wir auch fast recht, weil dann passierte wirklich eine Menge, als so zwei Begriffe sich verändert hatten. Aber die musste man erst mal finden, irgendwie in den seitenlangen. Also, heute hat man sozusagen solche offensichtlichen Selbstdarstellungen eines Führungsgremiums nicht. Dafür offensichtlich ganz komplexe Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen um den Präsidenten. Und wenn man sich mal sucht bei dem, was in Russland Polittechnologen heißt, also Spin-Doctors, Polit-Consultants, was auch immer, und in russischen Medien, dann findet man verschiedene Versuche sozusagen, sich dem anzunähern. Das zum Beispiel Zeitschrift Itogi 1998, ein Versuch, das Jelzin-System zu beschreiben, als Planetensystem mit Jelzin in der Mitte, der Familie, die zu ihm gehört, die Gruppe um Luschkow, die sozusagen gegen ihn arbeitet. Ich will nicht in die Einzelheiten gehen, da kann man sich noch dran abarbeiten. Aber das beschreibt so ein bisschen Präsident als zentrale Figur. Um ihn rum sozusagen kreisen verschiedene Gestirne und Gruppen von Gestirnen und wirken auf ihn ab. Im Fall Putin hat das der Ruski Fokus 2004 als Pyramide dargestellt, in diesem Fall mit Dmitri Korsak als graue Eminenz. Als graue Eminenz werden auch genannt in einem Kontext von Surkov, heute eher Sergei Ivanov und Sechin, aber das ist sozusagen auch ein Versuch, sozusagen dieses System zu fassen. Ein anderes ist dann wieder der Kreis mit dem Präsidenten, auf den einen wirken die Juristen-Technologen, die unsicheren Machtangehörigen der Machtapparate, die aktiven Nachfolger und die liberal machtapparatischen Fraktionen. Also Sie sehen schon, da gibt es, sagen wir mal, relativ umfangreiche Deutungen. 2013 hat dann das Minchenko Consulting, das auch eine Gruppe Polittechnologen, noch einmal sozusagen versucht, die jetzige Führung als so eine Art Wolke darzustellen. Wiederum mit Putin im Mittelpunkt. Die ganzen Blauen sind das Politbüro 2.0. Die Blauen gelten dann als Mitglieder des Politbüros, die Grünen als Kandidaten des Politbüros. Das heißt, die Leute, die sozusagen wirklich wichtig sind im Umfeld von Putin, und die Grünen sozusagen dann der zweiten Klasse. Und dann so die Gelben eigentlich eher so begleitende Figuren. Das ist ein weiterer Versuch, da werde ich im Obla.
nochmal später darauf eingehen. Und dann gibt es einen Versuch, den Sie selbst gemacht haben im Rahmen des Kompetenznetzwerks Postsozialismus, sozusagen, in dem wir früher auch zusammengearbeitet haben, bevor ich 2014 dann mein Institut verlassen habe, wo wir versucht haben, aus einem engeren Kreis von 400 Elitenangehörigen deren Beziehungen untereinander zu festzustellen. Und das Gesamtergebnis sieht etwa so aus. Sie sehen hochkomplexe, was wir alles erfasst haben, aber eigentlich kann man damit nichts anfangen. Das ist also sozusagen als Gesamtnetzwerk. Mit den Ego-Netzwerken, wenn man einzelne rausgreift und Beziehungen raus, kann man schon was anfangen. Aber es gibt vielleicht ein bisschen Eindruck sozusagen, mit was für komplexen Beziehungen man es sozusagen im Umfeld des Präsidenten zu tun hat. Also es geht darum, und das sind einfach verschiedene visuelle Hilfsmittel, um sich dem anzunähern. Es geht darum, Interessengruppen im Umfeld des Präsidenten zu identifizieren und zu ermitteln, ob und welchen Einfluss sie auf Entscheidungen haben. So wie die Faktenlage ist, kann man sich dem in der Regel nur indirekt an, sozusagen über Indizienbeweis annähern. Nur in ganz wenigen Fällen haben wir eigentlich Informationsquellen, die erlauben, sozusagen direkt bestimmte Beziehungen im Innenleben dieses Elitennetzwerks zu beschreiben. Am ehesten dann, wenn es sozusagen Konflikte gibt, die dann in bestimmten Bereichen dann auch öffentlich werden. Also die eine Schwierigkeit ist wirklich sozusagen Informationen zu bekommen, die nicht rein spekulativ oder frei erfunden sind. Das zweite Problem ist, dass, soweit man das von außen beobachten kann, diese Interessengruppen und die Kräfteverhältnisse innerhalb dieser Führungsgruppe sich ständig verändern. Dass wir Phasen haben, in denen die, sagen wir, Leute, die eine bestimmte ökonomische Rationalität vertreten, stärker sind, und dass wir Phasen haben, in denen Gruppen, die eher auf eine patriotische, nationale Rhetorik Wert legen, stärker sind. Das kann man zum Teil ganz gut ablesen, wenn man sich die programmatischen Reden des Präsidenten anschaut. Wir haben unter Medvedev Versuche zu modernisieren. 2012 im Dezember, das Poslanie, die Botschaft zur Lage der Nation des Präsidenten, schlägt auf einmal eine ganz nationale, patriotische Rhetorik ab, die absetzt auf sozusagen auf traditionelle Werte und Absetzung vom Westen. Wir haben dann im Dezember 2013 plötzlich eine Botschaft zur Lage der Nation, die sich überhaupt nicht mehr aufhält mit nationaler Rhetorik, sondern die einfach die Probleme anpackt, Ziffern nennt und Problemlösungen irgendwie thematisiert. Und wir haben jetzt wieder zurückgekippt eine Botschaft zur Lage der Nation gehabt am 4. Dezember, in der die erste Hälfte nur verblasene patriotische Floskeln waren und die zweite Hälfte Mikromanagement für kleine und mittlere Unternehmer, wo man sich auch dann überlegt, sozusagen, wer hat sich eigentlich sozusagen das oder welche Redenschreiber haben da mitgewirkt. Das wäre zum Beispiel so ein Indiz, wo man dann versuchen kann zu überlegen, was hat sich im Umfeld des Präsidenten eigentlich geändert? Welche Redenschreiber sind neu gekommen? Welche Abteilungsleiter haben was gemacht? Welche Minister haben verstärkt auf ihn eingewirkt? Also das sind eigentlich so Indizien, da ist was passiert, aber was ist da passiert? Und russische Beobachter, wie zum Beispiel Andrei Rabov oder Nikolai Petrov, haben 2007 festgestellt, der Prozess der Formierung der herrschenden Elite ist keineswegs abgeschlossen. Es gibt fortgesetzte innere Konflikte, die auch Instabilität zeigen, und es gibt fortgesetzten Wandel. Und wie gesagt, die haben das 2007 geschrieben. 2014 trifft das noch immer genauso zu. Von daher ist es schwierig, wirkliche Gruppen zu identifizieren und die Mechanismen, mit denen sie zusammenwirken, zu aufzuhellen. Es gibt natürlich eine Reihe von Versuchen. So ist einer der bekannteren Polittechnologen in Russland, der Moskauer Analytiker Muchin,
der verschiedene Broschüren geschrieben hat zur Binnenstruktur der Eliten. Der sagt, dass im Jahre 2000, also zu Beginn der Ära Putin, drei Zentren von Bedeutung gegeben hat: die Präsidialadministration, an deren Spitze damals ein Alexander Waloschin stand, der übrigens heute noch eine Rolle spielt. Diese Waloschin und die Präsidialadministration wurde damals der sogenannten Familie zugeschrieben. Die Familie war der Jelzin-Clan mit den Oligarchen und den Beamten, die sozusagen zum Familienclan gezählt wurden. Der zweite war die Regierung mit Kasjanow, der auch zur Familie zählte. Und der dritte war der Sicherheitsrat, an dessen Spitze mit Sergei Iwanow ein Vertrauter des neuen Präsidenten Putins stand. Also zwei alte Zentren gegen ein neues Zentrum. Sergei Iwanow ist übrigens heute der Leiter der Präsidialadministration von Putin. Sowohl Kasjanow wie Waloschin haben ihre Posten verloren in den folgenden Jahren. Und in der gleichen Zeit sind eine ganze Reihe von Weggenossen von Putin aufgerückt, aus der Petersburger Zeit und aus dem Geheimdienst, zum Teil liberale Wirtschaftspolitiker, zum Teil eben Leute mit KGB-Vergangenheit, die Putin sozusagen aus dieser Zeit kennt. Und zugleich tritt in der Zeit eine neue Generation von Unternehmern hervor, die nach der Finanzkrise und der Eliminierung der jelzinschen Oligarchen, Kusinski, Berezowski, Chodorkowski, in die Spitzenruhe vortragen. Und da gehen dann diese Geschäftsleute und die Leute des Führungskreises eine enge Verbindung ein. Da wird dann viel spekuliert. Die Frage ist, wie kann man das sozusagen gliedern? Sind das die Moskauer gegen die Petersburger? Sind das die Liberalen gegen die Geheimdienstler? Es gibt aber auch, und das ist, glaube ich, die Vorstellung, die damals tatsächlich sozusagen vielleicht den Konstellationen am nächsten kam, die Vorstellung, dass es vor allem Zugang zu Ressourcen gibt und dass sich um die großen staatlichen, staatsnahen Unternehmen wie Gazprom, Rosneft, die russischen Eisenbahnen Interessengruppen gruppieren, in denen Wirtschaftsleute und Geheimdienstler und Liberale und Technokraten sozusagen, also das nicht einfach geht Technokraten versus Geheimdienstler oder Moskauer gegen Petersburger, sondern es geht Rosneft gegen Gazprom wirklich um Ressourcen. Wie sich diese Gruppen konkret zusammensetzen, herrscht Unklarheit. Um das mal wieder optisch zu machen, die Novaya Gazeta 2004, 2005 versucht zu beschreiben, zu welchem Beamten welche Wirtschaftsleiter, Dmitri Medvedev damals, Gazprom, Igor Sechin, der sogenannte Führer der Siloviki, der Leute der Geheimdienstvertreter und Umgebungspräsidenten, zu Rosneft, Wladislav Surkov, dem man nach unterstellt, dass er die große graue Eminenz der Innenpolitik gewesen ist, sozusagen mit Transnefte Produkt. Man kann so durchgehen. Wichtig ist vielleicht hier noch Igor Shuvalov, der heute stellvertretender Ministerpräsident, der eigentlich die Wirtschaftspolitik managt im Moment, dessen Frau ein riesen Offshore-Imperium hat und der damals in Verbindung gebracht wurde mit einer Reihe vor allen Dingen von Transportunternehmen, nämlich russische Eisenbahn und der Softcom Flot, also ein Seefahrtsunternehmen. Das sind zum Teil nachweisbare Verbindungen. Dmitri Medvedev war der Aufsichtsrat von Gazprom. Rosneft also Igor Sechin ist später der Chef von Rosneft geworden. Bei Surkov ist es eher sozusagen informell, was da stattgefunden hat. Shuvalov hat sich auch sozusagen formell nie in die Nähe dieser Unternehmen begeben. Er hat, glaube ich, Aufsichtsratsräte jeweils gehabt und hat sozusagen sein eigenes Imperium weiter gepflegt. Das zeigt aber so ein bisschen, was es sozusagen in den Jahren zwischen 2004 und 2007 für Überlegungen gab, wie man sozusagen diese Gruppen fassen kann. Auf jeden Fall auch dieser, Entschuldigung, ne, so, auch dem liegt natürlich wieder zugrunde, dass Ressourcenzugriff das organisierende Problem der Gruppenbildung ist. Also, wobei Ressource sowohl Macht ist über den Präsidenten-Regierungsapparat als auch über lukrative Unternehmensbeteiligung.
Das heißt, Politik und Wirtschaft gehen hier auch ganz konkret enge Verbindungen ein und bestimmen sich gegenseitig. Der aktuellste Versuch ist der, ich habe das vorhin schon erwähnt, des Minchenko Consultings. Minchenko ist auch einer von den bekannteren Polittechnologen. Der hat im Oktober 2014 sein Politbüro-Modell nochmal angepasst und etwas verfeinert. Mit Putin in der Mitte. Die Grünen sind das, was er nennt, die Politik. Die Politbüro-Mitglieder, die Blauen, die Kandidaten, die Gelben sind sozusagen wichtige Player, die dazugehören. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie er gruppiert hat, fällt erstmal sozusagen hier der Block auf der Siloviki, also der ehemaligen KGB- und Militärmitglieder, mit den wichtigen Spielern Igor Sechin und Sergei Ivanov. Igor Sechin jetzt Chef von Rosneft, Sergei Ivanov, der Leiter der Präsidialadministration. Von den bekannteren Figuren ist vielleicht wichtig noch Dmitri Ragozin, jetzt der stellvertretende Ministerpräsident, zuständig für den ganzen Rüstungssektor, der eigentlich seit 1990 bei der Gründung jeder rechtsradikalen Partei dabei war, die in Russland gegründet worden ist. Das wäre jetzt sozusagen etwas, das könnte man sozusagen als den, ich nenne es mal den patriotischen Block, also sehr stark Militär und Sicherheits, Leute aus dem Militär- und Sicherheitsmilieu und Leute aus den rechtsextremen Parteien dieser Zeit. Ein zweites Feld im Umfeld sind Wirtschaftspolitiker, und zwar die sogenannten Keynesianer, also diejenigen, die eigentlich dafür sind, dass man Geld jetzt reinpumpt und die Wirtschaft in Gang bringt durch zusätzliche Investitionen. Dazu gehört etwa die Chefin der Zentralbank, dazu gehört der German Greff, der Chef der Sberbank. Und denen stehen sozusagen entgegen die Monetaristen mit dem Finanzminister Siluanov, dem ehemaligen Finanzminister Kudrin und Chubais, dem Reformer, der jetzt an der Spitze von Rosnano steht, also einem Staatskonzern für Nanotechnologie. Weiter rechnet Minchenko noch dazu die bestimmte Regionalpolitiker, das ist Sobjanin, der Moskauer Bürgermeister, und natürlich Kadyrov, der Präsident oder Staatsoberhaupt von Tschetschenien. Oligarchen und Finanzgruppen, die Alpha-Gruppe, Deripaska, dann die sogenannten Leute aus Krasnojarsk mit Prochorow und Potanin, Usmanov, Wechselberg, also ich will sozusagen nicht alle aufführen. Dann gibt es die Leute in der unmittelbaren Umgebung des Präsidenten, also im Präsidialapparat Walodin, wichtiger Mann für die Innenpolitik, Shuvalov, den ich vorhin schon nannte, Ministerpräsident, der eigentlich die Wirtschaftspolitik managt, und Surkov, der immer als die graue Eminenz galt, der Innenpolitik, dem man auch unterstellt, dass er die Ukraine-Politik im ausgehenden Jahr 2013 weitgehend gestaltet hat. Der Rüstungsblock mit Chemesev und Shoigu, dem Verteidigungsminister, und schließlich dann die ganzen guten Freunde, Timchenko, Kowalczuk, Rotenberg, deren Hauptqualität ist, dass sie dem Präsidenten nahestehen und Geschäfte machen. Wobei Timchenko immer erklärt, A, sei nie im KGB gewesen und B, hätte die Tatsache, dass er so viel Geld verdient, überhaupt nichts damit zu tun, dass er mit dem Präsidenten bekannt sei, dass er eigentlich erst später eingetreten. Sei mal dahingestellt. Das gibt ungefähr ein bisschen den Eindruck, mit was für Kräften man es im Umfeld des Präsidenten zu tun hat. Wobei das kein harmonisches Zusammenwirken ist, das wir hier beobachten. Und das kann man ein bisschen sehen, wenn man sich einzelne Figuren näher anguckt. Und ich greife jetzt einfach nur ganz wenige raus. Zum Beispiel Sechin, Chef von Rosneft, und Friedmann, massiver Konflikt, die Alpha-Gruppe. Rosneft hat seinerzeit der Alpha-Gruppe TNKBP weggenommen, also ein relativ großes Asset, das früher mal Friedmann zusammen hatte mit
also ein Joint Venture zusammen mit BP, das dann in die Krise geraten ist und aus dem Konflikt ist dann Seçkin als Eigentümer der ganzen Assets, die dazu gehörten, hervorgegangen. Seçkin hat auch einen laufenden Konflikt mit Miller. Miller ist der Vorstandsvorsitzende von Gazprom und Rosneft versucht, sich in das Gasgeschäft reinzukeilen, das bisher das Monopol von Gazprom war. Also gibt es hier auch einen laufenden Konflikt. Ein kleinerer Konflikt, den man aber ganz gut dokumentieren kann, ist der zwischen Bastrykin, dem Chef des Strafermittlungskomitees, und dem Generalstaatsanwalt Schaiker. Staatsanwaltschaft und Strafermittlung sind in der Situation in Russland natürlich eminent politische Positionen und die beiden kämpfen um Einfluss. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen. Das ist, wie gesagt, einer der Konflikte, die man ganz gut nachverfolgen kann. Ein weiterer ist zwischen Deripaska und Friedmann. Deripaska war 2007 mal der reichste Mann Russlands laut der Forbes-Liste, ist ein hochriskanter Investor, der sehr viel gearbeitet mit westlichem Kapital und in der Finanzkrise 2008 brach sozusagen seine Pyramide zusammen und er geriet wirklich in erhebliche Zahlungsschwierigkeiten und die Alpha-Gruppe hat versucht, ihn in vielen Bereichen in die Insolvenz zu treiben, vor allen Dingen so über ausländische Gerichte, weil natürlich ein Großteil der Assets, die sie haben, im Ausland registriert sind, also sind so Offshore Finanzimperien, die sie da haben. Und wie gesagt, Friedmann hat versucht, Deripaska auf Null zu bringen. Deripaska hat sich dann zur Unterstützung an Medvedev, den damaligen Präsidenten, und an den Ministerpräsidenten Putin gewandt, die ihm auch dafür gesorgt haben, dass ihm Friedmann nicht alles weggenommen hat. Ich könnte jetzt sozusagen das Ganze sozusagen mit solchen Pfeilen und Konflikten vollmalen. Aber ich will es einfach da mal lassen. Es zeigt nur ein bisschen, wir haben um den Präsidenten rumgruppiert eine Reihe von Gruppen, die ähnliche Ansichten, ähnliche Interessen verbinden, wo es aber auch zwischen einer ganzen Reihe von Leuten massive Konflikte und um Ressourcen gibt, um Zugriff auf Macht, auf Einfluss, die ein bestimmter Apparat oder eine bestimmte Person hat, über den Zugriff auf Ressourcen, das ist vor allen Dingen Öl und Gas natürlich. Und eine der wichtigen Rollen, die der Präsident hat, ist sozusagen, das alles sozusagen, alle diese Bälle in der Luft zu halten. Das heißt, wir haben einen Präsidenten, der eine starke Stellung in der Verfassung hat, der dieses System, wo eine Minderheit über die Masse der Ressourcen verfügt, vertritt gegenüber der Bevölkerung und das erfolgreich macht. In diesem Job hat Putin über viele Jahre wirklich mit Erfolg gemacht. Er hat der Gesellschaft dargestellt, dass dieses ganze eigenartige System sozusagen für sie da ist und er, der Mann aus dem Volke, der Bescheidene, der Korrupte, der Gesunde, der Anständige, sozusagen dafür sorgen wird, dass sozusagen für sie da ist. Und die dritte Funktion, die er auch gut gemacht hat, ist, die Interessen der Elitengruppen auszugleichen und dafür zu sorgen, dass die Elite, das Elitenkartell, das in Russland die Führung hat, das nicht auseinanderbricht, sondern dass Interessen im Großen und Ganzen ausgeglichen werden. Es gibt, wenn man sich das über die Zeit anschaut, offensichtlich Gewichtsverschiebungen. Also unter Putin sind dann in den Jahren 2003, 2004 sehr viele Leute, wie schon aus Petersburg, dann in die Führung eingedrungen. Es sind eine Reihe von den alten jelzinschen Oligarchen sind verschwunden, sind andere nachgerückt. Wir haben jetzt eine relativ starke Stellung von, um es mal positiv auszudrücken, patriotischen Romantikern, die eine nationalistische Außenpolitik auch betreiben. Aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen gelungen, bisher sozusagen dieses ganze Gebilde voller Widersprüche, Konflikte und Einzelinteressen sozusagen zusammenzuhalten. Also das jetzt vielleicht. Das nochmal sozusagen für die Situation heute. Wir haben hier sozusagen, das meine ich mit patriotischer Romantiker, also Siloviki, Leute der Machtapparate,
Leute aus dem rechten Lager, die zusammen im Moment bestimmend auf die russische Politik einwirken, sehr zum Entsetzen sowohl der Keynesianer wie der Monetaristen, die seit langem sowohl in Papieren wie auch in den einschlägigen Zeitschriften schreiben, wie verheerend dieser Kurs für die russische Wirtschaft ist. Aber das dringt in der jetzigen Situation offensichtlich nicht ins Zentrum durch. Tatsächlich, das ist auch erkennbar, zumindest im ersten Teil der Botschaft zur Lage der Nation am 4. Dezember, folgt die weitgehend sozusagen der Rhetorik sozusagen dieser Gruppe. Das gibt vielleicht ein bisschen einen Eindruck von dem, was man ja teilweise spekulativ sagen kann. Sowohl die russischen Kollegen, die das noch sehr viel intensiver beobachten als wir, wie auch wir selbst, sehen immer nur Teile dessen, was da passiert. Man kann sehen, dass es Interessengruppen gibt. Man kann sehen, dass sie sich von Jahr zu Jahr verschieben, auch Konstellationen sich verändern. Man muss, wie ich schon eben gemacht habe, die Rolle des Präsidenten herausheben. Große Macht, plebiszitäre Zustimmung. Damit ist diese Person im politischen Arrangement heute unersetzbar, auch jetzt gerade nach dem starken Zuspruch, den er durch die Annexion der Krim gewonnen hat. All das verleiht ihm beträchtlichen Einfluss und den er auch nutzt zur Regulierung von Eliteninteressen und von der Gleichgewicht zwischen Elitengruppen. Wie das im Einzelnen erfolgt, da tappen wir wirklich im Dunkeln. Das wird offensichtlich informell abgewickelt in vielen Bereichen. Es gibt ganz wenige Felder, wo man einen etwas genaueren Einblick hat. Ein Beispiel ist eben der Wettbewerb, den ich schon genannt habe, zwischen Bastrykin und Schajka, also zwischen dem Generalstaatsanwalt und dem Chef des Strafermittlungskomitees, der sich seit 2007 abspielt und deshalb zu verfolgen ist, weil der offen diskutiert wird. Man muss wissen, dass in der Sowjetzeit die Staatsanwaltschaft die zentrale Behörde des Rechtsapparats gewesen ist, die eigentlich die Kontrolle über die gesamte Jurisdiktion gehabt hat, mehr oder minder. Es hat sich in den 90er Jahren, hat man die Gerichte zumindest da rausgenommen, aber die Staatsanwaltschaft war immer noch die stärkste Behörde. Anders als bei uns konnte in der Sowjetunion und kann in Russland heute noch nicht nur die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren einleiten, sondern sowohl die Miliz, also die Polizei, der FSB, also der Inlandsgeheimdienst, die Drogenkontrollbehörde, die Zollpolizei, also eine ganze Reihe von Behörden können von sich aus Ermittlungsverfahren einleiten, die dann unter der Kontrolle der Staatsanwaltschaft stehen. Bastrykin gehörte zum Apparat der Staatsanwaltschaft und hat versucht zusammenzufassen, die gesamten Ermittlungsapparate aus allen Behörden und die sozusagen Konkurrenz zur Staatsanwaltschaft aufzubauen. Das ist ihm zum Teil gelungen. Es ist ihm gelungen, sozusagen seine Behörden sich rauszulösen aus der Staatsanwaltschaft. Es ist ihm gelungen, Teile der Ermittlungsbehörden der Polizei zu übernehmen und eine Reihe kleinerer Apparate. Aber natürlich hat, als er das seit 2007 machte, die Staatsanwaltschaft ihn versucht zu behindern, wo es nur ging. Sei es, wenn es um Gesetze ging, sei es darum, wenn er bestimmte Aufgaben versucht hat, an sich zu ziehen. Das heißt, wir haben eigentlich über inzwischen 7 Jahre lang einen permanenten Kampf. Und wenn man sich überlegt, was haben die eigentlich für Ressourcen zur Verfügung, die beiden, dann kann man sich jetzt da mal mit Recht anschauen, sozusagen diese Datenbank. Und hier sieht man das Ego-Netzwerk von Schajka, dem Generalstaatsanwalt, wie Sie sehen, der sehr gut aufgestellt ist. Bastrykin ist hier irgendwie sozusagen zum Außenseiter im Grunde. Also Schajka ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, ist derjenige, der diesen Konflikt leicht gewinnen muss, auch wenn man sich jetzt nur das Netzwerk von von Bastrykin anguckt, der hier sozusagen eigentlich keine wirklich guten Verbindungen hat, die einzige ist zu Putin. Und dazu muss man sagen, er war in Putins Jurastudent, war in Putins Studiengruppe sozusagen der Starost, der Älteste, der Schulze unter den Studenten. Und
Das hat offensichtlich sehr viel zu tun mit dem Erfolg seiner bürokratischen Krieges, den er führt gegen den Generalstaatsanwalt und versucht immer mehr Abteilungen aus der Generalstaatsanwalt rauszulösen und sich selbst zu unterstellen. Und das hat er gemacht mit Rückendeckung des Präsidenten, so lange, bis er war dann unmittelbar im Präsidenten, ist rausgelöst worden aus der Staatsanwaltschaft und wollte eigentlich dann sozusagen den gesamten Apparat dann sich selbst unterstellen. Und das war der Punkt, da hat sich sozusagen die politische Führung der Präsident verweigert und hat das verhindert. Sodass wir jetzt zwei konkurrierende Apparate haben, die ähnliche Sachen machen, die sozusagen den Wettbewerb betreiben. Und das ist ja sozusagen für einen Präsidenten nicht das Schlimmste, der sozusagen die beiden dann hat. Und wenn man sich mal diesen Konflikt anschaut und sich, was steht eigentlich dahinter? Motiv und Inhalt sind offensichtlich Interessen des Apparats, es ist Eitelkeit, es ist persönliche Konkurrenz. Der Effekt ist insgesamt gewesen eine Stärkung der Position der Sicherheitsapparate gegenüber Gerichten und Gesellschaft und eine Schwächung durch die gegenseitige Reibung. Und wenn man sich anschaut, wie die Führung das gehandhabt hat, dann spielt sie offensichtlich beide Seiten gegeneinander aus. Sie stärkt Bastrykin und gibt ihm die Möglichkeit, sich auszudehnen, verweigert ihm aber dann die Übernahme des gesamten Apparats, also so eine Art Divide et Impera-Politik. Und das ist für mich eins der Beispiele, wie der Präsident Gleichgewicht zwischen Elitengruppen hält. Das heißt, indem er bewusst auch Konkurrenzen aufbaut, Konflikte schafft, sozusagen er auf der einen Seite den Vorteil hat, man hat sozusagen jetzt zwei Kettenhunde, die auf NGOs oder andere loslassen, die das in Konkurrenz tun, um sozusagen noch bessere Ergebnisse zu erfüllen. Er geht aber nicht so weit, dass er einem nur die ganze Macht überlässt. Das ist sozusagen in diesem einen Fall, denke ich, ganz gut nachzuvollziehen, über 7 Jahre lang diese Entwicklung hin. Die Vermutung ist natürlich, liegt natürlich nahe, dass er in anderen Konflikten ähnlich agiert hat oder nicht agiert hat, das wissen wir aber nicht, weil zum Beispiel das, was zwischen Gazprom und Rosneft abläuft heute und in welcher Form da Entscheidungen getroffen wird, das entzieht sich einfach unserer Kenntnis. Das ist sozusagen das, was ich Ihnen so als Teilerkenntnisse sein kann. Und um es nochmal zu sagen, ich weiß nicht, wie es wirklich funktioniert. Ich kann nur sozusagen versuchen, an verschiedenen Punkten irgendwie Einfallstore darzulegen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.